Moin, liebe Tech-Freunde, beziehungsweise jetzt an alle Freunde der Video und Fotografie gerichtet. Und zwar haben wir jetzt hier ein etwas neueres Thema. Wir sind hier auf YouTube, einer Plattform, um der es um selbstproduzierten und zur Unterhaltung dienenden oder zur Information dienenden Content geht. Und da gehört natürlich das Foto- bzw. Video-Equipment an die Tagesordnung. Und hier habt ihr jetzt die Kamera, mit der das Ganze gerade aufgenommen wird, direkt vor euch, die EOS M3. Sie hat mir jetzt die 3 Jahre, die ich auf YouTube aktiv bin, jetzt natürlich nicht mit GaxTV. GaxTV ist neu und ja, einfach ein neuer Spielraum für mich. Aber mein zweiter Kanal besteht nun seit über 3 Jahren auf YouTube. Angefangen habe ich mit meinem Handy, mit meinem iPhone, meinem Smartphone, was eben sehr simpel war. Es hat, so wie bei den meisten YouTubern, vielleicht nicht zwingend für die Öffentlichkeit gereicht, sozusagen, als dass das jetzt wirklich repräsentatives Content war. Und nachdem dann tatsächlich 1-2 Leute darauf aufmerksam geworden sind, dachte man sich, okay, das kann man jetzt nicht bringen, wir brauchen eine richtige Kamera. Und die EOS M1, jeder, der sich vielleicht noch dran erinnert, das war die allererste Systemkamera, also spiegellose Systemkamera von Canon selbst. Vom Prinzip her sah das Blatt Papier ganz schön aus mit den Specs, dass das Ganze aufgeboten hat. Leider war der Autofokus so miserabel, dass der Preis binnen einem Jahr, ich glaube, um 2/3 gefallen ist. Also von, ich glaube, knapp 600 oder sogar 800 Euro, die Canon für die EOS M1 verlangt hatte, ist das Ganze auf unter 200 Euro gefallen. Ja, ich bin auf diese Kamera aufmerksam geworden, weil sie einfach klein, kompakt war und ein Objektiv mit sich brachte. Sie brachte die Flexibilität, das Ganze in der Zukunft, dadurch, dass es eben eine Systemkamera ist, also ähnlich wie eine Spiegelreflex, modular ist, das heißt, ihr könnt das Objektiv nehmen, das ihr für euren Einsatzzweck braucht und seid dann nicht darauf angewiesen, sozusagen ein fest integriertes Objektiv wie bei einem Videorekorder zum Beispiel zu verwenden. Und das hat mich einfach daran so ein bisschen gereizt und was für mich elementar war, ist gewesen und ist immer noch heute jetzt der Punkt, dass die EOS M1 einen Eingang, wo ihr ein externes Mikrofon anschließen konntet, um eben gute Audioqualität zu erhalten, ohne das Ganze jetzt extern aufzunehmen und dann im Nachhinein zu vertonen. Denn erstens, YouTube macht mir Spaß und das soll auch weiterhin so bleiben. Damit das gewährleistet ist, will ich den Arbeitsprozess dahin mir möglichst in Anführungsstrichen leicht machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier nichts nachvertonen muss und der Ton jetzt in dem Fall mit dem Rode VideoMic Pro direkt aufgenommen wird in der Kamera und parallel zum Video vertont wird, entfällt mir ein Arbeitsschritt. Und das ist wirklich elementar für mich gewesen. Warum ich dann auch zu der EOS M1 gegriffen habe, hatte dann ein Objektiv, das 18-55er Standard-Kit-Objektiv, was man halt meistens bei Canon mit dazu bekommt, aber eben für das EFM-Objektiv-Bajonett. So, jetzt, ein paar Jahre später, also die hier habe ich mir Ende letzten Jahres besorgt. Die EOS M3 kam letztes Jahr 2016 raus und ja, ich habe die andere einfach verkauft, getrennt und habe ordentlich viel Geld rausgeholt, denn ja, das Angebot, was ich damals angenommen hatte, waren, glaube ich, 179 Euro eben für das Objektiv und die EOS M1 zusammen, also vom Prinzip die Kamera geschenkt, weil das Objektiv alleine schon so viel wert war. Und da ich eben als Schüler zwar gearbeitet habe, aber eben nicht so viel Geld hatte, um jetzt groß in YouTube zu investieren, geschweige denn, dass ich hier überhaupt nichts mit verdiene und das eben nur mein Hobby ist, in Anführungsstrichen, musste ich natürlich schauen, was das Budget angeht. So, dann habe ich eben diese Kamera hier auf eBay gesehen für einen verdächtig günstigen Preis, aber ich weiß nicht, ob es vom LKW gefallen ist, aber nichtsdestotrotz habe ich eine nagelneue EOS M3 relativ kurz nach Release erhalten und die andere gut verkauft, sodass ich auf Null rausgekommen bin. Die EOS M3 war einfach für mich wirklich ein Kaufgrund. Das Ganze hatte die 24,2 Megapixel mit dem neuen CMOS-Sensor, bietet auch Lowlight-verhältnistechnisch wirklich gute Werte und machte auch vom Autofokus endlich mehr Sinn. Also auch für Video definitiv empfehlenswert. Was ich aber sagen muss, ich brauchte die EOS M, erstens die normale 1er, für
sozusagen Stills, ja. Das heißt, es gab nicht viel Bewegung in meinen Videos. Das heißt, ich hatte auch keine Probleme mit dem Autofokus. Ich habe den einmal festgesetzt und manuell anfokussiert und habe keinen Autofokus benutzt. Für Vlogs oder dergleichen ist die EOS M1 grottig, eben weil sie so einen schlechten Autofokus hat. Es sei denn, man stellt natürlich den Autofokus auch auf Armdistanz sozusagen fest und hatte dann sozusagen seinen Fokusbereich festgelegt, aber für Actionaufnahmen etc., also alles, wo viel Bewegung drin ist, war die EOS M1 zwar nach ein paar Treiber-Updates, die man eben selber durchführen musste, halt immer Schritt für Schritt ein bisschen besser, aber immer noch nicht wirklich eine Glanzleistung, die dort Canon an den Tag gelegt hatte, weswegen sie dann auch halt so günstig war. Und die EOS M3 bot einfach einen überarbeiteten Body, sah ein bisschen mehr nach Kamera aus als nach Spielzeug und hat mir bis jetzt auch wirklich super gute Dienste geleistet. Beide Cams, EOS M1 und EOS M3, gingen eben bis 30 FPS in Full HD, in HD, also 720p, sogar bis 60 FPS, also Frames per Second, Bilder pro Sekunde, die im Video zum Beispiel aufgenommen werden konnten, und eben in 1080p nur 30, beziehungsweise 25 hier in Europa. So. Und das ist natürlich nicht optimal jetzt hier für Video, aber wie bereits gesagt, für meine Zwecke hat es komplett gereicht und die Cam war einfach zu günstig und zu gut, als dass ich dort jetzt mir was anderes hätte aussuchen sollen. Und ja, das Video wurde gerade mit der EOS M3 aufgenommen. So, und um die geht es heute nur so semi, denn die kommt heute weg. Die hat jetzt ihre Dienste verrichtet, denn es ist etwas ganz Entscheidendes passiert. Und zwar gab es in der EOS-Serie, kann ich einmal einen kleinen Überblick geben, eben am Anfang die EOS M1. Dann die EOS M2 lediglich im asiatischen Raum, nicht für den europäischen Markt vorhergesehen. Die EOS M3, eben diese hier, die wirklich einen weiter Schritt voran war und den spiegellosen Kameramarkt von Canon wieder ein bisschen gefestigt hat, aber eben durch zum Beispiel solche konkurrenzstarken Gegner wie Sony mit der Alpha 6000. Daher war diese Kamera vielleicht auch nicht die attraktivste. Wobei für mich wirklich die perfekte Vlogging-Kamera. Die EOS M1 hatte damals einen festen Bildschirm. Auf der Rückseite konnte man sich nicht anschauen. Die EOS M3 hat einen klappbaren, sodass man sich auch anschauen konnte, wenn man sozusagen das Objektiv auf sich gerichtet hatte, für einen Selfie-Mode. Und das ist für vor allem Vlogger, die in dem Zeitraum sehr populär wurden, durch Casey Neistat und alle anderen und Co., wirklich sehr attraktiv gewesen. Und deswegen finde ich die EOS M3 vom Preis-Leistungs-Verhältnis für relativ, sagen wir Laien oder Leute, die einfach nicht das große Budget hatten, aber trotzdem eine vernünftige Kamera sich besorgen wollten. Denn man muss auch sagen, Sony, egal wie weit voraus sie mit der Technik sind, haben auch ordentlich hohe Preise jetzt für die ganzen Alpha-Modelle angesetzt. Jetzt nicht nur bei den Top-Modellen, sondern auch schon bei den Einsteiger-Systemkameras. Wobei man bei Systemkameras, spiegellosen Systemkameras, auch sagen muss, dass das Ganze eigentlich so als Zweitkamera, als Second Weapon sozusagen für den Profi-Fotografen gerichtet ist, der eben einfach einen Backup braucht oder eben für Journalisten, die das Ganze so ein bisschen undercover, halt nicht so groß, bullig wie solche fetten Spiegelreflexkameras, immer zur Hand haben können. Deswegen muss man sich immer überlegen, an wen wirklich diese Kameras, die Systemkameras jetzt gerichtet sind und was man dann im Endeffekt für was bereit ist zu zahlen. Nach der M3 oder sogar zeitgleich mit der M3 gab es noch zusätzlich die Canon EOS M10, die aussah wie die EOS M1, bloß noch abgespeckter. Zwar immer noch mit besserem Autofokus, aber das Ding war wirklich die Low-Budget-Variante für, ich glaube sogar schon zu Startzeiten, für unter 200 Euro zu haben. Das war auch der Zeitpunkt, zu dem das 1545er Objektiv eingeführt wurde, also auch noch ein noch kleineres Objektiv, noch kleineres Kit-Objektiv. Was man auch sagen muss, von Anfang an gab es nicht so viele eigene Objektive für die EFM. Ich will immer Sockel sagen, ist immer so ein Synonym für mich für die CPUs, aber ich meine natürlich die Objektiv-Bajonetts. Dann gab es dieses kleine schnucklige Objektiv hier. Das ist ein 22mm Festbreitenobjektiv für die Canon EOS M-Serie und dieses Objektiv hier hat
die Kamera eigentlich populär gemacht, würde ich sagen. Denn das Ganze hat eine wirklich sehr, sehr offene Blende, also gute Lowlight-Ergebnisse, ein schönes Bouquet von der Fotografie her, womit sich wirklich erstklassige Bilder machen lassen. Das Ganze ist klein, kompakt und unauffällig, was dann eben schon den so schon sehr kompakten Korpus von dieser Kamera wirklich noch kleiner erscheinen lässt. Das Ganze hat es ermöglicht, die EOS M einfach in der Jackentasche verschwinden zu lassen und jederzeit rauszuholen. Also das Ding hier ist wirklich ein Top-Objektiv, nicht zu teuer und wirklich erstklassig in meinen Augen. Also diese zwei Objektive gab es zur Anfangszeit, dann gab es ein 11-22er und später noch ein Teleobjektiv, ich glaube von 18 bis 150 oder sogar 300, wenn ich mich nicht irre. Mit der EOS M10 kam dann eben dieses neue Kit-Objektiv, noch kleiner, noch kompakter als das hier, das in den meisten Sets eben mit drin war. Und ja, dann gab es noch ein Makroobjektiv, was wirklich eine feine Neuheit war. Und das war nämlich ein Makroobjektiv, das dieses Jahr, glaube ich, sogar rausgekommen ist, also 2017 mit LED-Ringleuchte. Das heißt, ihr konntet euren angezoomten Bereich ja in der Makrofotografie noch zusätzlich ausleuchten, was wirklich sehr interessant war und ja, einfach für schöne Effekte gesorgt hat. Aber wie bereits gesagt, bis jetzt habe ich mir eben das Kit-Objektiv, weil es eben in meinem Set mit dabei war, besorgt. Und das 22mm Festbrennweitenobjektiv. Ja, so ungefähr der Brennweite im Kropffaktor eines 50mm Objektivs gleich tut. Und das ist wirklich eine schöne Porträtbrennweite. Vom Zoom her, vom Bouquet her wirklich optimal, richtig, richtig schön. Ich liebe dieses kleine Objektiv. Und eben auch fürs Vloggen ist das kleine Ding hier wirklich einfach mit in der Tasche dabei und richtig, richtig schick. Also das hier hat in meinen Augen den Sockel wirklich attraktiv gemacht, ein günstiges, schönes Objektiv und nein, ihr seid nicht nur mit diesen hier auf fast einer Hand abzählbaren Objektiven alleingestellt mit dieser EFM-Plattform, denn es gab auch einen und gibt immer noch einen Adapter, mit dem ihr sämtliche Canon-Objektive und ja mit dem passenden Sockel bzw. Bajonett ausgestatteten Objektive dran montieren könnt und damit auch für die Systemkameras von Canon eben kompatibel macht. Zu dem Thema möchte ich noch ein anderes Mal mit euch reden, denn ich möchte auch auf diesem Kanal ein bisschen mehr wirklich auf das, was braucht man alles für YouTube. Ja, ich habe jetzt zwar zwei Kanäle, bin zwar kein Profi und jetzt nicht der erfolgreichste YouTuber, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch den Weg dahin ein bisschen erleichtern. Jeder, der sich vielleicht dasselbe überlegt oder einfach hobbytechnisch vielleicht mit Fotos und Videos anfangen möchte, dem möchte ich so ein bisschen zeigen, was ich mir bis jetzt so über die Zeit aufgebaut habe, was man sich für Messeauftritte, für Interviews, für Produktaufnahmen, Unboxings, Reviews etc. halt alles besorgen kann und auch vielleicht sollte, um sich die Arbeit einfach zu erleichtern. Ich versuche mich definitiv von Mal zu Mal ein bisschen zu verbessern, aber bei mir ist elementar der Arbeitsprozess, dass der Arbeitsprozess nicht einfach, aber strukturiert und schnell ablaufen kann. Und dazu gehört eben ein gutes Equipment, das spart Zeit, das leistet dennoch gute Qualität und darum soll es dann halt auch in der neuen Season sozusagen auf dem Kanal ein bisschen gehen. Nicht primär, aber ich fände es ganz schön, wenn ich meine Erfahrung sozusagen mit euch teilen kann und fände es schön, wenn wir uns dabei austauschen würden. Denn ich möchte auch definitiv noch weiter lernen und besser werden, was Foto- und Videografie angeht. Und von daher fände ich es schön, wenn wir das Ganze gemeinsam machen würden. Schreibt in die Kommentare, was vielleicht eure erste Kamera war. Würde mich interessieren. Dann danke ich euch hier an der Stelle fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GAX TV. Bis dahin Gaming, Fitness und auch ein bisschen hiervon. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ja, freut euch auf jeden Fall auf neuen Content.